DJI Pocket 3 out of the box. Ein klassischer out of the box Vlog. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran und schaut euch das Video an. Ich werde so meine ersten Eindrücke mit euch teilen und das Teil wirklich out of the box ausprobieren und am Schluss ein kleines, kurzes Fazit ziehen. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, was ich hier gerade hochgeworfen habe, ist eine kleine Tasche von DJI. Da ist die neueste Mini-Drohne drin. Nein, leider nicht. Aber ihr werdet es gesehen haben. Ja, ich weiß, zig Trilliarden oder jede Menge Videos letzten Mittwoch aufgepoppt. Neue DJI Osmo Pocket 3. Ist am Start. Ich habe ihn nicht im Vorfeld zugeschickt bekommen von DJI, was aber auch für mich persönlich jetzt nicht schlimm ist, weil ich eh nicht so viel Zeit für so ein ausführliches Produktvideo gehabt hätte. Da hätte man sich dann wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen müssen im Vorfeld. Und so kann ich ein traditionelles Out-of-the-Box-Video machen. Ich habe die Box schon zu Hause gelassen, ich habe alles geladen, alles eingerichtet und habe das ganze Paket hier in der kleinen Tasche drin. Und möchte mit euch hier in Koblenz, ich sitze gerade am Schloss hier in Koblenz, einen kleinen Out-of-the-Box-Vlog machen, wie das üblich ist. Filmen tut mich übrigens der DJI Pocket 2. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum ich den Pocket 3 gekauft habe. Wie er vorgestellt wurde, habe ich gesagt, boah, sehr interessant, 1 Zoll Sensor, 4K 120 und so weiter und so fort, jede Menge Features. Und einige Verbesserungen zum Vorgänger. Allerdings habe ich auch schon so ein paar Bedenken, die ich vielleicht dann im Laufe des Vlogs mal äußern kann. Ein Bedenken fängt gerade schon mal an hier mit der Tasche. Ne? Wir haben jetzt hier diese Tasche und wenn ich jetzt mal den Pocket 3 unboxe hier, dann habe ich hier in der Tasche ja das verschiedene Zubehör drin. Hier fängt es schon mal an, die Tasche hätte ein bisschen größer sein können, denn der Pocket 3 mit dieser Hülle, ja, der geht schon spack da rein, ne? Aber es gibt zumindest wieder eine Hülle und das ist auch gut so. Und vorne kann man auch das DJI Mic mittlerweile in der zweiten Generation festmachen. Man kann es hier wieder so reinklicken. Aber was zum Beispiel schon mal nicht geht, ist, man kann es nicht mit dem Magnet reinmachen. Und da sehe ich schon die Probleme, dass man den Magnet leicht verliert, denke ich mal. Das heißt also, ich muss den Magneten hier abmachen. So. Zack, vom Mic abmachen, der ist ziemlich hart und dann so in der Tasche transportieren und das Mic geht aber dann so dran. Ne? Und deswegen, boah, ich weiß nicht, ob das so eine, das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen können, ob das so gut gelöst ist. Vielleicht, ich könnte mal gerade ausprobieren, ob das so geht. Ah, stopp, siehst du, das ist ein Out-of-the-Box-Frankie-Vlog. Wenn man den Magneten nach oben setzt, dann funktioniert es. Also, das ist schon mal gut. Aber damit geht es nicht in die Tasche rein. Es geht einfach nicht rein. Das heißt also, Mic immer abmachen, Mic in die Tasche packen und den Pocket hier rein. Und wie gesagt, das ist ziemlich spack. Mit der Zeit leiert es vielleicht ein bisschen aus. Es hätte ein bisschen größer sein können. Bevor wir zu dem Pocket 3 kommen, mal vielleicht ganz kurz, was dabei ist. Ich hatte es schon gesagt, das DJI Mic 2, was im Grunde genommen dieselben, ja, ich würde mal sagen, dieselben Specs hat wie das große DJI Mic, welches übrigens nicht mit dem Pocket funktioniert. Aber das werden wir alles nochmal in einem weiteren Video rausfinden. Ne? DJI Mic. Dann haben wir dabei eine Verlängerung sozusagen mit einem 3/4 Zoll Gewinde. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass hier vielleicht eins drunter noch gewesen wäre und ich hätte nicht extra eine Verlängerung dran packen müssen. Ne? Und dann wird das Teil nämlich dementsprechend länger. Ne? Was aber auch mit am Start ist in dieser Creator-Combo, ich muss jetzt hier drauf drücken, ist ein Zusatzakku. Das ist eine schöne Sache, nice to have, aber macht das Teil dann auch wieder ein bisschen länger. Wobei, ich sage jetzt mal, ja, das geht soweit klar. Ne? Und lädt dann den Pocket. So, das ist dabei. Was haben wir sonst noch dabei? Ja, so ein kleines Stativ, ne? Wo man dann den Pocket hier unten einschrauben kann und draufstellen kann. So, zack. Dann ein USB-C auf USB-C-Kabel und
so ein Strap zum Festen und halt noch den Mikrofonpuschel, den DJI ein bisschen modifiziert hat, den man jetzt wohl nicht mehr so leicht verlieren kann wie den hier von dem DJI Pocket 2, sondern einfach hier so reinsteckt und dann ist man auch schon gut am Start. Wie gut das nachher funktioniert, werden wir gleich im Vlog-Test ausprobieren. Dann holen wir mal das liebe Gerät hier raus. Boah, das ist ganz schön Spack hier drin. In dem Case ist Platz für zwei Filter. Hier ist so eine Weitwinkellinse noch dabei bei der Creator Combo. Werden wir auch nachher mal ausprobieren. Und hier könnte man noch einen Black Pro Mist Filter reinmachen, den man bei DJI auch käuflich erwerben kann. Das Gerät an sich ist ein bisschen schwerer geworden wie der Pocket 2. Im Vergleich Pocket 2, Pocket 1, Pocket 3 wird es bei mir auf dem Kanal auf jeden Fall geben, aber wahrscheinlich erst in Washington. Und ich denke mal, da werde ich mir dann auch schön Zeit lassen. Wir werden gleich aber mal eine Vergleichsaufnahme mit dem Pocket 2 machen, wenn wir unterwegs sind. Ja, dann haben wir hier das Gerät. Ihr werdet schon genug Videos gesehen haben, wie das funktioniert, wie die Menüführung ist. Das werden wir vielleicht im Laufe des Vlogs mal kurz besprechen. Aber im Groben und Ganzen ist das Ding ein bisschen nicht größer in der Länge geworden. Ich würde sagen, es ist ein bisschen breiter geworden und es liegt okay in der Hand, sage ich jetzt mal. Und es wird im Grunde genommen eingeschaltet, was aber auch umzustellen ist mit diesem Flipscreen. Und wenn ich den Flipscreen hier so drehe, zack, dann ist der Pocket eingeschaltet, der Pocket 3. Und dann kann ich alles hier drüber bedienen. Das ist natürlich echt cool, dass ich jetzt mal so einen großen Screen hier habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, da habe ich auch Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, aber ich frage mich, wie lange dieser Mechanismus hier, zack, zack, dann wirklich hält. Es gibt wohl die Möglichkeit, den Pocket auch anders einzuschalten, nämlich über, wenn man es einstellt in den Einstellungen, über den Aufnahmeknopf. Und dann wird im Grunde genommen die alte Ansicht beim Pocket gezeigt, dieses kleine Display. Das werden wir auch alles testen, aber das in einem weiteren Video. Ich würde aber mal sagen, wir nehmen das Teil jetzt mal in Betrieb und dann stelle ich den mal hier neben dem Pocket 2 und dann haben wir schon mal einen ersten Vergleich. Also wir verwenden jetzt schon die Lavalier-Mikrofone. Wir können auch gerne gleich mal die externen Mikrofone verwenden. Allerdings soll das ja jetzt kein echter Test werden im Vergleich zwischen Pocket 1 und Pocket 2 und Pocket 3, sondern ja, ich sitze jetzt hier, wir filmen in 4K30, ungefähr der gleiche Ausschnitt. Eben hatte ich übrigens bei dem Pocket 2 den Wide-Angle-Adapter dran, jetzt ohne. Und ihr könnt jetzt mal selber entscheiden, wie die Tonqualität ist und wie die Bildqualität ist. Durch das große Display sieht das natürlich bei dem Pocket 3 jetzt schon viel, 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 viel geiler aus. Aber ich gehe mal davon aus, auch dass der Pocket 2 noch einen guten Job macht. Ich sehe nur, dass die Dynamik im Hintergrund, da sehe ich schon mehr Wolken und sowas, einfach besser ist. Jetzt wechseln auch gerade schon die Lichtverhältnisse von Sonne auf Wolken. Und da werden wir einfach mal noch ein bisschen draufbleiben. Ich werde euch dann gleich mit dem Pocket 3 auf einen kleinen Rundgang hier nehmen. Hier Schloss, Deutsches Eck, Koblenz. Ich habe auch noch was in der Stadt zu tun. Dabei probiere ich vielleicht mal eine Timelapse aus. Ich fotografiere mal. Ich probiere einfach alle Sachen mal aus. Und ihr habt zumindest jetzt mal den ersten Eindruck über den Pocket 1 und den Pocket 2 und den Pocket 3. Wie er so auf dem Stativ, ich kann euch das auch mal gerade abfilmen hier, Moment. So, dann gehen wir auf 4K30, oder 4K60, das ist eigentlich auch egal. Und da könnt ihr mal sehen, wie die zwei hier performen. Ja, wir haben ein bisschen Gegenlicht, deshalb kann man das nicht so gut sehen. Aber so seht ihr mal das Setup hier. Gut, okay. Vielleicht können wir gerade mal die internen Mikrofone ausprobieren. Das heißt, ich mache mal beide Funkmikrofone aus. So, jetzt haben wir mal einfach nur die internen Mikrofone am Start. Ich sitze ungefähr so einen Meter von den zwei Pockets entfernt. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Ton von dem Pocket 3. Und wie gesagt, ich habe echt mal jetzt noch Teilwetter erwischt hier. Das hat den ganzen Tag geregnet gestern und heute soll es auch wieder regnen, wo ich dann wirklich jetzt mal ein, zwei Stunden testen kann und gehen jetzt mal auf den Pocket 2
mit dem Bild und mit dem Ton. Und dann könnt ihr mal vergleichen, wie die internen Mikrofone da performen. Und dann würde ich sagen, dann war es das erstmal von hier. Ein richtiges Vergleichsvideo, ein richtiges Pocket 3 Video wird es irgendwann geben. Also abonniert den Kanal und bleibt dran. Es gibt auf jeden Fall auch Vergleichsvideos mit dem 1er, mit dem 2er, mit dem 3er und Lowlight natürlich. Washington DC, ne? Mal gucken. Und dann würde ich sagen, lassen wir den Vlog starten. Ja, und da sind wir auch schon auf dem Pocket 3 in der Vlog-Perspektive. Arm ist leicht ausgestreckt und das ist eigentlich, glaube ich, die perfekte Optik für zu vloggen. Im Hintergrund das Schloss und ich werde euch mal jetzt mit dem iPhone auch eine Aufnahme machen. Dann werde ich euch mal kurz zeigen, ob man den Gimbal gut bedienen kann, so meine ersten Eindrücke schildern. So, die Aufnahme vom iPhone läuft und mit der Weitwinkelkamera kann ich euch noch mal ein bisschen zeigen, wie ich das Teil bediene. Und da ist es halt so, dass ich jetzt halt hier auch ganz einfach den Gimbal drehen kann. Ne? So einfach ist das. Nach vorne. Kann unten mit dem Joystick jetzt den Gimbal hoch und runter drehen, rechts und links. Und das klappt schon ganz gut. Und wenn ich jetzt hier auf dieses Zoom gehe, dann da kann ich auch reinzoomen. Ich kann allerdings auch, glaube ich, die Funktion dann auf den Gimbal legen von dem Zoom. Ne? Wir gehen mal wieder in die Einsicht. So, zack. Und da ruft gerade die Lady an, die irische, und da muss ich natürlich dran gehen. Wir hören uns gleich wieder. So, was natürlich auch geht, ist ActiveTrack 6.0. Und ich hoffe, dass es jetzt diesmal funktioniert, weil eben, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich jetzt nicht zufrieden. Eigentlich müsste der Gimbal mich verfolgen und auch nicht verlieren. Und er tut es wirklich, sogar von hinten. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, ja, okay, das funktioniert. Sieht übrigens ziemlich geil aus mit der Dynamik von dem Himmel. Also das gefällt mir extrem gut. Jo. Das war ActiveTrack 6.0. Das Setup hier gefällt mir übrigens wesentlich besser, weil ich habe jetzt mal hier unten den Griff dran gemacht und auch noch das Stativ. Und dann habe ich wirklich ein bisschen mehr Halt, wie wenn ich jetzt nur den Osmo, den Pocket 3 in der Hand habe. Das geht zwar, aber hier habe ich natürlich wirklich ein ganz interessantes Setup. So, ich drehe mich mal, dann könnt ihr das mal ein bisschen besser sehen. Mit dem kleinen Stativ und dem Dreiviertel-Mount-Adapter. Da hätte ich mir in der Tat gewünscht, dass sie so ein Dreiviertel-Mount unten in den Pocket reingekriegt hätten. Hätten sie einfach ein bisschen größer machen sollen. Jetzt probieren wir doch mal 4K 120 aus. Und der Frankie springt mal hier so ein bisschen rum für euch. Ich vlogge dann auch mal mit 4K60 und gehe jetzt mal ein bisschen unten an den Rhein. Mach mal, dahin wird es dunkel. Uah, hoffentlich fängt es nicht an zu regnen. Gehe jetzt hier auch gerade durch solche Schattensituationen durch, hier unter den Bäumen. Das sieht echt, echt gut aus und auch echt gut belichtet. Das muss man wirklich sagen. Also ich meine, das kann natürlich sein, dass das am großen Display liegt, aber es sieht richtig gut aus. Ihr werdet es selbst sehen. Wir stellen mal auf 4K30 und nehmen hier Durchgang durchs Schloss in den Schlossgarten mal die Lowlight-Performance aufs Korn. Und ich drehe euch mal. Da geht's lang und da geht's auch rein. Türöffner. Geht auch auf. So, Tür geht auf. Und dann schauen wir mal, was die Lowlight-Performance sagt. Das ist ja einer der großen Vorteile bei einem normal stabilisierten Gimbal, dass jetzt hier nicht die digitale Stabilisierung aussteigt. Ich drehe euch auch mal wieder. Und hier war es jetzt doch, hier ist es doch verhältnismäßig dunkel drin hier im Treppenhaus. Ich gehe mal hier, ihr seht das, im Schloss. Hier ist fast kein Licht und das sieht doch verhältnismäßig gut aus, würde ich sagen, oder?
Aber jetzt die Cinematics. Ich habe jetzt mal auf den FPV-Mode gestellt, den Gimbal auf FPV, Follow. Da kann ich halt jetzt auch so dynamisch den Gimbal drehen, nach oben und nach unten. Das ist so ein bisschen ja wie FPV-Fliegen. Ich stelle euch mal nach vorne, dann werdet ihr es mal sehen. Wenn ich mich jetzt hier durch dieses Tor durchlaufe, dann kann ich im Grunde genommen hier so halt so ein bisschen so ein Vertigo-Effekt, wie soll man sagen, so ein Rollover-Effekt, wie bei so Düsenjägern, so erzeugen. Ich gehe mal da durch, so, und dann, das ist auch eine ganz coole Geschichte. Den nutze ich eigentlich sehr gerne, muss ich sagen. Wie gesagt, FPV-Mode mag ich, weil der ein bisschen einfacher, ohne Quatsch, ist, den Horizont gerade zu halten. Ich muss halt nur den Gimbal gerade halten und darf ihn halt jetzt nicht so drehen. So, wir sind am Rhein und ich drehe euch mal. Da hinten ist die Festung und ich glaube, das schreit mal nach so mal ein bisschen Gegenlichtsituation ausprobieren. Hinter mir die Sonne. Das schreit mal nach einer Timelapse gleich. Ne? Probieren wir einfach mal aus, so von der Festung und vom Rhein. Jetzt habe ich hier für euch, ich filme es euch mal ganz kurz ab auf Video. So, das ist das Setup und zwar der Pocket 1 und der Pocket 2 und der Pocket 3 mal im Vergleich. Und ja, jetzt könnt ihr selbst entscheiden. Im Moment ist es ein bisschen bewölkt, keine Sonne, dunkle Wolken. Und da können wir jetzt auch mal sehen, also ich sehe jetzt schon auf dem kleinen Display einen Unterschied. Beide Belichtungskorrektur minus 0,3. Ne, mache ich immer so. Und wenn ich mich jetzt mal drehe Richtung Festung, dann werdet ihr sehen, ich stehe jetzt hier so ein bisschen unterm Baum, dass das auf dem Pocket 3 durchaus besser aussieht. Und vielleicht können wir jetzt auch mal gucken, ist da Freistellung? Ist da Freistellung? Kann ich jetzt hier so nicht, ist da mehr Freistellung wie bei dem Pocket 2? Auf jeden Fall ist der Pocket 2 ein bisschen dunkler und der Pocket 3 ist wesentlich besser belichtet. Ich gehe mit euch jetzt einfach mal, beziehungsweise ich drehe euch einfach mal, Moment, so. Jetzt seid ihr gedreht und dann schwenken wir auch einfach mal so über den Rhein drüber. Ja.
Und dann können wir mal gucken, ob es da Unterschiede gibt. Also, das sieht natürlich auf dem großen Display viel, viel besser aus. Ich bin gespannt, ob das nachher auch so ist. Das werden wir sehen. Ich drehe euch mal wieder. So. Und wir laufen einfach mal ein bisschen die Promenade entlang und machen mal verschiedene Lichtsituationen. Jetzt kommt gerade die Sonne ein bisschen raus. Ja. Am langen Arm mit so einem kleinen Stativ. Das wackelt ein bisschen, aber ich nehme mal an, das wird der Pocket locker ausgleichen können. Ja, jetzt Licht von hinten, also Gegenlicht sozusagen. Und ja, das ist doch, glaube ich, mein aussagekräftiger erster Einsatz. Ich werde aber jetzt hier kein Video machen. Ich gehe nochmal Richtung Sonne, um das mal so ein bisschen zu testen. Ich will jetzt kein ausführliches Vergleichsvideo hier machen. Das war jetzt einfach mal für den ersten Out-of-the-Box-Vlog eigentlich schon zu viel, aber hat mich einfach interessiert und ich hatte das Zeug ja dabei. Und wenn ich mich jetzt hier nochmal Richtung Festung drehe, dann könnt ihr selber entscheiden. So, jetzt packen wir das ganze Gerät wieder ein und machen noch ein bisschen ja, nur Pocket 3. Dann probieren wir mal eine Hyperlapse aus. Dafür habe ich hier vorne so eine schöne, ja, so eine kleine Allee, wo ich einfach mal für euch dann durchballere. Mal schauen, bis zum deutschen Eck. Sind wir am deutschen Eck und es macht mir richtig viel Spaß mit dem Pocket hier zu vloggen, denn das ist schon eine Weiterentwicklung, muss man wirklich sagen. Allein der große Bildschirm ist schon sehr, sehr geil und DJI Mic 2 sowieso. So langsam geht der Akku, der erste Akku, der interne Akku, auch ein bisschen zur Neige. Aber ich habe ja noch den Ersatzakku und ich glaube, das sieht nach Freistellung aus. Zumindest so ein bisschen. Ist ja immerhin ein 1-Zoll-Sensor. Ich will noch nicht vorgreifen, bevor ich nicht die Bilder auch mal auf dem Computerbildschirm gesehen habe. Aber ich glaube, dass die Bildqualität geil ist. Und auch wahrscheinlich besser wie bei dem Pocket 2. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Das ist natürlich keine Systemkamera, aber das sieht schon nicht schlecht aus. Und so als kleines Setup denke ich mal, dass es ja für mich sowieso gut geeignet ist, für meine Drohnenvideos und überhaupt. Machen wir doch
einfach mal ein Foto. Ich habe hier so eine schöne Pfütze gefunden, wo sich das deutsche Eck drin, also der Kaiser Wilhelm oben drin spiegelt. Probieren wir es mal aus. Ich würde ihn aber primär wahrscheinlich nicht für Foto nutzen. Und dann probieren wir mal die 9:16 Auflösung aus. Die wird natürlich einfach aus dem Sensor rausgekroppt. Aber 3K sollte für Instagram und TikTok locker ausreichen. Ich drehe euch mal. So. Also das sieht, reicht für Instagram, TikTok, etc. locker aus. Wir gehen jetzt mal zurück zum Auto und am Schluss noch mal ein kleines kurzes Fazit und bis dahin ein bisschen der B-Roll, wie man so schön sagt, von Covalence. Probiere ich jetzt gerade noch aus, und zwar die Weitwinkellinse, die ich jetzt gerade drauf habe. Ich habe sie jetzt drauf und nehme sie einfach mal ab. Gucken, was passiert. Dann sieht man, ja, oben Türme an der Seite, und nochmal drauf machen. Ja, okay, da ist dann schon ein bisschen mehr Platz an der Seite. Ganz nett, aber jetzt kein wichtiges Feature für mich. Aber ganz okay, wenn man so Produkte oder so vorstellt, wenn man ein bisschen mehr Platz braucht oder einfach so eine Kirche drauf bekommen möchte. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch. Guess I don't wanna feel anything. Wish you'd stay. Stayed here beside me. This isn't how. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr dunkel hier. Ich bin gespannt. How it's supposed to be. Wish you'd stay. Stayed here right with me. I can't shake that feeling. Wieder am Schloss angekommen, würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Wir setzen uns mal dahin, wo ich gerade vor gut zwei Stunden gesessen habe. Also zwei Stunden Tests mit dem DJI Osmo Pocket 3 und meine ersten Eindrücke jetzt dann gleich auf dem DJI Pocket 2, weil ich das Ding ja dann noch erklären muss hier. Ne? We said goodbye too soon. Yo, zwei Stunden out of the box Vlog. Traditionell bei mir. Ich habe doch ein bisschen mehr ausprobiert, wie ich wollte, deshalb wird er wahrscheinlich ein bisschen länger geworden sein. Was ich aber jetzt schon mal sagen kann, ich glaube, das Ding ist auf jeden Fall eine Verbesserung, definitiv, durch den 1 Zoll Sensor. Ich schaue es mir gleich noch auf dem Monitor an, aber ich glaube, das ist so. Ein paar Sachen, die mir vielleicht aufgefallen sind, wie gesagt, ohne dieses Handle hier, ohne das Handle hier, ist das Teil verhältnismäßig klein, ne? Und wenn es dann aufgeklappt ist, ne, dann stört eigentlich der Bildschirm. Ne? Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Aufnahme drücke, ne, ihr seht das jetzt,
und ich den Bildschirm dann einfahre, dann geht die Aufnahme weiter. Und ich kann dann rein theoretisch auch im alten Format aufnehmen. Also das heißt, ich kann in dem Querformat aufnehmen oder halt in dem alten Format. Aber hier so ist es natürlich viel, viel geiler. Ne? Ich beende die Aufnahme mal, mach's mal zu. Und da frage ich mich halt, ja, wie lange wird das hier halten, ne? Dieses Zack, Zack. Also das ist schon, ich glaube nicht, dass das ewig hält. Ich hoffe ja, ich glaube nicht. Das heißt also, wenn man jetzt ständig auf und zu macht, dann lässt man besser einfach auf oder sowas. Man macht, lässt ihn auf und kann ja auch so ausschalten mit längerem Druck auf den Aufnahmeknopf. Das ist mir aufgefallen. Dann muss ich sagen, ich habe jetzt die ganze Zeit, ich dachte eigentlich, der Akku geht schneller leer, aber ich habe die ganze Zeit jetzt mit dem Akku, mit dem internen Akku geflockt und er ist noch zu fast 20% voll. Ja, ich habe auch viel in 4K60 gemacht, ich habe ein paar Timelapsen gemacht, ich habe mal ein bisschen fotografiert und ja, die Ergebnisse gucke ich mir jetzt an. Ich höre mir das auch hier mit dem DJI-Mic an und auch mit den internen und externen Mikrofonen. Ich habe auch mal einen kleinen Vergleich mit dem Pocket 2 gemacht. Ich finde das jetzt nicht so verkehrt, muss ich sagen. Das Paket, was ich wirklich gehabt hätte, wäre gerne hier so ein Dreiviertelgewinde. Dann hätte ich nicht dieses Teil hier gebraucht. Aber dadurch, dass ich das jetzt hier so dran mache, wird er eigentlich viel, viel kompakter, viel, viel besser zu handeln. Also erstmal kann man das auch dran lassen, aber man kann es auch ablassen. Jetzt habe ich hier unten wirklich was zum Festhalten. Ne? Also wenn ich irgendwo bei Wind, bei Sturm irgendwo auf den Klippen stehe und das hier oben festhalte, ich weiß nicht, ich habe dann lieber hier, ich hätte es dann lieber so. Mache ich das Ding hier nochmal dran, dann bin ich sogar noch ein bisschen weiter weg und ja, damit kann ich gut arbeiten. Ich arbeite ja unheimlich gern in diesem, wenn man das jetzt mal hier zeigen kann, in diesem Pancake, in diesem Taschenlampenmodus, wo ich nach vorne dann so schwenke. Ne? Ja, das mache ich und ich bin am Aufnehmen hoffentlich noch. Ja, oh Gott, das habe ich gerade gedacht, ich hätte für alles umsonst gelabert. Ja, so arbeite ich gerne hier mit diesem Modus. Ne? Ich habe jetzt noch nicht alles ausprobiert, die Weitwinkellinse immer kurz, aber ich kann nur sagen, ich würde mal sagen, das Teil macht Spaß. Und das soll es auch erstmal gewesen sein. Ob es noch vor Washington ein Video dazu gibt, weiß ich nicht. Kommt darauf an, wie viel Zeit ich habe. Es gibt nächste Woche ein R3-Video, das ich eigentlich dieses Wochenende bringen wollte. Aber ich denke mal, aufgrund der Aktualität und des Interesses habe ich das jetzt mal vorgezogen. Ich habe das jetzt auch sozusagen mit heißer Nadel in einem Tag geschnitten. Und werde es wahrscheinlich Samstagnachmittag oder Sonntagmorgen hochladen. Da gucke ich mal, wie ich klarkomme. Aber heute Abend gehe ich noch mit der Lady essen. Und ja, wenn ihr weiter was über den Pocket 3 erfahren wollt und wenn ihr noch eine neue interessante Action-Cam vielleicht dieses Jahr sehen wollt, dann bleibt dem Channel gewogen. Wenn ihr was über Drohnen sehen wollt, bleibt dem Channel gewogen. Und wenn ihr was über Washington sehen wollt, DC, da bin ich nämlich demnächst für ein Jahr beruflich, dann bleibt dem Channel auch gewogen. Und es gibt auch bald wieder Foto-Content, also schöne Foto-Walks, wo ich dann den hier sehr gut nutzen werde und natürlich auch bei meinen Drohnenvideos. Also das wird jetzt mein Daily Driver, wie die total hippen YouTuber so schön sagen. Also Leute, macht's gut, haut rein und ciao!